Der doppelte Mauergürtel quer durch die Stadt ist eingerissen. Der Todesstreifen dazwischen noch nicht entmint. Nur Kaninchen leben auf diesem Gelände zwischen Ost und West. Stresemannstraße 128. Ein Haus mit dieser Mauer verbunden. Seit vielen Jahren durfte niemand diesen Raum zu ebener Erde betreten. Die alte Papierschneidemaschine dort, wieder geölt und gereinigt, ist der verwundete Affe zwischen Ost und West. Durch ein Fernglas und Loch in der Mauer kann er den Westen der Stadt beobachten, schneidet kontinuierlich die Zeit der Vergangenheit. Zwei Metronome ticken in gegenläufigen Rhythmen, vermessen den Herzschlag der geteilten Stadt neu. Kupferschlangen berühren sich an der Decke, erzeugen befreiende Blitze im Ascheregen des Feuers. Berlin 1990. Diese Installation Raum des verwundeten Affen von Rebecca Horn ist im Rahmen eines Ausstellungsprojektes entstanden. Das hat im Jahr 1990 in Berlin stattgefunden, vom 1. September bis zum 7. Oktober, also ungefähr für 6 Wochen. Und das war ein Projekt, was vor allem im öffentlichen Raum zugänglich war. Rebecca Horn war eine von insgesamt 11 internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die an diesem Projekt teilgenommen haben. Und das Besondere ist, dass die Künstler explizit eingeladen waren, nach Berlin zu kommen, durch die Stadt zu laufen, in dieser ja sehr besonderen Umbruchphase 1990. Und sich 2 Orte auswählen sollten, einen im Ostteil der Stadt und einen im Westteil der Stadt. Und diese beiden Orte quasi durch ihre Kunst miteinander imaginär über die Mauer hinweg in Verbindung bringen sollten. Und auf Künstlerebene, das sehen wir hier in dem Bild sehr schön, also in der ersten Reihe Heiner Müller, wie immer, mit Zigarre. In der Mitte Rebecca Horn und neben ihr Janis Kunelis. Rebecca Horn, Janis Kunelis und Heiner Müller hatten eine Utopie. Nach dem 9. November konnte ich dann Rebecca anrufen und sagen, eure Utopie kann Realität werden. Jetzt ist doch Ost und West für jeweils internationale Künstler ein Ort, etwas draußen zu tun. Sie war begeistert, wir trafen uns und schnell wurde eine kleine Mannschaft gebildet. Joachim Sartorius, DAAD, Christoph Tannert, ein Kollege aus dem Osten und Rebecca Horn war hier in diesem Haus mit dem Raum des verwundeten Affen beschäftigt. Es war eine große Freiheit. Jeder konnte eigentlich Räume besetzen. Alles heute gar nicht mehr vorstellbar, wie leer der Potsdamer Platz gewesen ist, wie anders hier diese Situation ist, die Rebecca ausgesucht hat, mit dem Blick aus dem Osten in den Westen, der Sehnsuchtsort durch das Fernrohr. Also der Titel ist von Heiner Müller formuliert worden, die Endlichkeit der Freiheit. Und das ist ja ein sehr, ja, fast so ein wortspielerischer Titel, wo so eine Ambivalenz drin steckt. Also zum einen endlich Freiheit, ja, so was Euphorisches. Für mich ist aber viel stärker wirklich dieses Endlichkeit im Sinne von, die Euphorie ist auch zeitlich begrenzt. In diese ganze Mauerfall-Euphorie im November 89 mischte sich ja schon relativ schnell auch so eine Skepsis, ob denn diese beiden deutschen Staaten wirklich so einfach wieder zu vereinigen sind. Dann haben wir zusammen diesen Raum gefunden in der Stresemannstraße. Da hatte ich vorher mal angeklingelt, ob da was gehen könnte. Und die waren relativ offen. Die fanden das total schräg, dass wir da irgendwas machen wollten und ließen mit sich reden. Also immerhin war das ja ein massiver Eingriff. Das heißt, wir wollten sozusagen durch die tragende Brandwand ein Fernrohr einbauen. Und zu unserer Begeisterung beinhaltete dieser Raum, den wir irgendwie in Angriff genommen hatten, diese verrückte Maschine. Das Gebäude ist sozusagen ein Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts, mitten im Ersten Weltkrieg eröffnet.
dann direkt am Potsdamer Platz gelegen, ja, so in der Metropole der 20er Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg im sowjetischen Sektor und damit wirklich plötzlich direkt an der Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten. Dann sogar in den 80er Jahren wurde das Gebäude selbst Teil der Grenzanlage, weil die Hinterlandmauer eben direkt an das Gebäude angebaut wurde. Und besonders schön diese Skizze von Rebecca Horn. Wir sehen hier den Potsdamer Platz angedeutet, West und Ost und sozusagen Energie, die von beiden Seiten auf diesen Raum einwirkt. Und den Mauerstreifen versieht sie mit dem Kommentar Fluss der Angst zu ertrinken. In dem Raum selbst ist natürlich diese Schneidemaschine, die auch aus den 20er Jahren stammt, auch nochmal so eine Zeitzeugin der Entwicklung in Berlin. Und durch das Fernrohr, was Rebecca Horn installiert hat und den Blick nach außen in den Mauerstreifen, erinnert mich das an den Grenzsoldaten, der eben stationiert war, um ja absurderweise die DDR nach innen vor Republikflüchtlingen zu schützen. Zugleich ist aber auch die aktuelle Entwicklung, also diese Annäherung der beiden deutschen Staaten in diesen Monaten, für mich durch diese Kupferschlangen versinnbildlicht. Ja, also weil die bewegen sich ja so aufeinander zu und erzeugen zwischen sich eine Energie. Und Rebecca Horn hat selbst 1990 in einem Interview gesagt, dass sie glaubt, dass eben durch diesen Mauerfall eine Berührungsangst zwischen Ost und West spürbar ist und dass das für sie ein ganz spannender Moment ist. Und die beiden Metronome sind natürlich nochmal Stellvertreter für die Teilung. Also Ost und West konfrontativ gegenübergestellt. Gerade der unterschiedliche Takt, den sie schlagen, ja, langsamer im Osten, schneller im Westen. Für mich ist dieser Raum des verwundeten Affen wirklich eine Erinnerung an die gemeinsame deutsche Geschichte, an die Zeit der Teilung und dann an diese ganz besondere Vakuumsituation 1990.